Heute zeige ich euch eine Möglichkeit, wie ihr die Anzahl der Figuren im DiscoFox, die ihr könnt, auf einen Schlag verdoppeln könnt. Das nennt man Spiegel. Die Figuren haben eine Seite, auf der sie üblicherweise stattfinden. Also zum Beispiel, wenn ich eine Brezel tanze, 1, 2, tap, steht sie hier an meiner rechten Seite, 1, 2, tap. Und wenn ich ein Körbchen tanze, 1, 2, tap, steht sie normalerweise auch an meiner rechten Seite. 1, 2, tap. Aber ich kann die Brezel auch so tanzen, dass hier 1, 2, tap sie an meiner linken Seite steht. 1, 2, tap. Und das Körbchen 1, 2, tap so tanzen, dass sie auch wieder an meiner linken Seite steht. 1, 2, tap. Dann habe ich auf einmal doppelt so viele Möglichkeiten, diese Figuren zu tanzen. Das ist die Grundidee, die ihr tatsächlich auf alle Figuren anwenden könnt. Sobald ihr ein bisschen technisch sauberer tanzt, entsteht aber ein bestimmtes Problem dabei. Dazu müsst ihr verstehen, dass eure Drehungen linksherum und rechtsherum anders funktionieren. Also wenn ich als Herr eine Linksdrehung tanze, tanze ich einen Schritt vor und mache dann zum Beispiel eine halbe Drehung. Tap, 1, 2, tap. Wenn ich eine Rechtsdrehung tanze, mache ich eine Vierteldrehung und mache dann den Rest der Drehung. Tap, Vierteldrehung, tap. Das bedeutet, die Drehung beginnt etwas früher. Das ist bei der Dame gerade spiegelverkehrt. Da sie ja nicht mit links, sondern mit rechts beginnt, tanzt die Dame rechts vor, halbe Drehung, tap, bei der Rechtsdrehung. Und bei der Linksdrehung tanzt sie eine Vierteldrehung, den Rest der Drehung, tap, eine Vierteldrehung, den Rest der Drehung, tap. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Brezel nehmen, dann ist das für die Dame eine Rechtsdrehung. Sie macht zuerst einen geraden Schritt vor und dreht dann tap. Und auf dem Rückweg ist es eine Linksdrehung. Sie macht eine Vierteldrehung und noch eine Vierteldrehung, tap. Macht sie die gleiche Figur auf der anderen Seite, dann ist es so, dass die Drehung aus einer Viertel und noch einer Vierteldrehung besteht, tap. Und der Ausgang aus einem Schritt vor und einer halben Drehung, tap. Wenn ihr auf solche Dinge achtet, wird Spiegeln extrem schwierig. Deswegen gibt es den ganz banalen Tipp für diejenigen, die ein bisschen technisch sauber tanzen wollen. Sobald ihr spiegelt, vergesst es. Wurschtelt euch so ein bisschen durch, bis ihr mit der Bewegung eine gewisse Routine habt und das ein bisschen flüssig funktioniert. Das braucht nicht so hundertprozentig sauber sein. Das macht es wesentlich einfacher. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Tanzen.